Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone 2 Klassenguide. Im heutigen Video geht es um die Castor 74U, aka die AK, eine Waffe, die auf Close Range unglaublich stark ist, eigentlich ein Sturmgewehr ist. Ja, wenn man allerdings ehrlich ist, ist das Ganze eine Maschinenpistole mit quasi Sturmgewehrmunition, was das Ganze nochmal stärker macht. Im Verlauf des Videos wird es wie immer den Klassenguide geben mit den richtigen Aufsätzen, mit dem richtigen Waffentuning, was die Waffe auf Close Range wirklich unglaublich stark macht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut das Video bis zum Ende, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wie gesagt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über Warzone, die besten Loadouts, die aktuelle Meta, abonniert hier auf YouTube gerne den Kanal. Wir stehen kurz vor den 12.500 Abonnenten, deswegen lasst da wirklich gerne Support da. Es wäre wirklich sehr, sehr heftig, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen würden. Checkt gerne Twitch ab, um streammäßig nichts zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der AKU. Let's go. Weißt du, der andere kommt innen durch. Ich push ihn. Der hustet dir auf jeden Fall. Der geht hoch. Stark. Guck, ist der ganz hinten durch? Ja. Einer und me. Auf jeden Fall noch mehr sein. Oh, Omi. Zwei. Ich glaube, ich habe ihn knockt, ich weiß nicht. Dunkfeind nähert sich. Okay. Noch einer? Knockt oben. Deswegen, sie sind ja beide down, aber da war noch ein Team. Die haben was gestorben wegen denen. Nein, hallo? Ich glaube, ich habe Death Error. Oh, yeah, right there. He's hurt, bro. Weak. Can you flank him? I don't see this guy. Let's go. I can't get it. Oh shoot, yeah. Bullet. Einer muss hier. Einer kommt hier links. I can't use the freaking team. Oh my god. Get back. I have a loss. Nice. Ah. Self dich, alles gut. Letzter auch noch. Let's go. Halt außen. Alex, sag ich. Das war eine Kugel. Let's go. Es ist on me. Ich muss da. Kann ich da raus aus dem Gebäude? Ich hab ihn. Abschuss, was ist denn jetzt los? Ja, hat er zu mir auch gesagt, aber. Eingehittet. Einer down. Einer ist auf Treppe. Er ist direkt hinter der Treppe. Wo? Oh mein Gott, danke. Ich hab gedacht, ich bin im Raum drinnen. Naja, ich muss kurz dodgen wegen Night. Oh, alles gut. Ich bin bei dem Gebäude neben euch, gell? Ja. Oh, kein Plan, wie ich da hinkommen soll. Drei. Siehst du die? Kannst du die? Ja. Einer knockt unten. Ja, warte, ich komm. Was denn wieder runterkommen? Außen. Noch einer hier rein, links. Stark. Olle, oder? Ich glaube ja. Ich hab kein Teamwork gekriegt, das ist 100. Nein, ich bin jetzt recht drin. Wegen Self. Gegenüber 100%. Warum haben wir da kein Teamwork gekriegt?
Weil der hat das Self wahrscheinlich. Im Wasser, im Wasser. Zwei. Close vor mir. Hinter mir. Wo? Er ist close, im Wasser. Oh mein Gott. Warum? Noch einer hinter. Ich bin so dead. Was ist ihm hinter dir? Nein, ich hab vor mir auch noch einen. Alter. Ich hatte keine Platten mehr mit. Ich hab sie gekneist, ich hatte keine Platten mehr mit. My bad. Zwei Leute vor euch. Ist einer noch links von uns? Vor mir ist noch einer. Da ist auch noch einer. That's halt die Babapuro Position. Da bin ich mich looted, also na, ist nur scheiß drauf. Das heißt, bei mir wäre noch ein Brezi drinnen gewesen für das Haus. Ja. Bleib safe, nicht dass sie Hergrund haben. Alle im Haus eigentlich. Liegst du ja echt? Ah, nee, Mama, ja. Gut, sind das die letzten am Haus rum oder was? Nee, es sind noch mehr, aber die fighten alle. Ja, da drinnen, cracked an. Ja. Die müssen. Ja, die müssen. Ihr könnt safe spielen, die müssen jetzt zu euch. Vielleicht unten bei der Mauer warten. Stark. Die um. Ja, sehr easy. Let's go. So, das wär's vom Gameplay zu der AK-74U, aka der Castor-74U, eine Waffe, die, wie gesagt, ein Sturmgewehr ist, aber halt eben quasi eine Maschinenpistole ist, wenn man ehrlich ist. Die Castor-74U ist auf Close Range wirklich unglaublich stark, muss man sagen. Hat einen sehr guten Damage, hat allerdings dazu gleichzeitig ein großes Problem, und zwar ist es die Munition, denn die Waffe ist ja quasi im Endeffekt ein Sturmgewehr. Was allerdings leider dafür sorgt, dass ihr quasi dieselbe Munition verbraucht wie euer Sturmgewehr, wie die RPK, wie die TAC 56, was sich natürlich gegenseitig so ein bisschen im Weg stehen kann. Wenn ihr Sniper spielt, theoretisch könnt ihr das als Supportwaffe spielen. Was allerdings Damage, Time to Kill, Movement und so weiter angeht, muss man sagen, die Castor-74U ist definitiv einer der Top-Waffen. Deswegen gebt dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance. Wir starten direkt in den Klassenguide. Hier habe ich tatsächlich bei der Mündung und beim Lauf nichts genommen, da die Waffe schadensmäßig, standardmäßig auch schon wirklich sehr stark ist, was dafür sorgt, dass man jetzt hier sich den Lauf und die Mündung eigentlich sparen kann. Dann beim Laser der FSS-Ohne-Lauf, ZV-Geschwindigkeit, Sprinten und Feuertempo plus Zielstabilität. Drei Punkte, die kombiniert wirklich komplett so sind für die MPs. Deswegen auf jeden Fall der Way to go. Dazu der Phase 3 Griff sorgt für Rückstoß. Nochmal getuned auf ZV-Geschwindigkeit plus Zielstabilität im Zielstand. Sorgt allgemein so ein bisschen für ADS-Time plus Zielstabilität, was auch ganz wichtig ist. Dazu die Hochgeschwindigkeitsmunition sorgt für Bullet Velocity, was natürlich bei MPs oftmals ganz wichtig sein kann. Ihr könnt theoretisch mit der Waffe, wenn ihr trefft, auf über 10 Meter wirklich immer noch gut Damage machen. Hier nochmal getuned auf effektive Reichweite plus Bullet Velocity jeweils. Dazu das 45-Schuss-Magazin, muss ich nicht zu viel sagen, ist definitiv das Beste. True-Tech-Griff, ZV-Geschwindigkeit plus Sprint und Feuertempo wird verbessert. Getuned jeweils nochmal auf Rückschussstabilität plus Zielstabilität. Das ist die Castor-74U, wirklich sehr starke Waffe, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Kann in vielen Situationen definitiv mit der Fennec, mit der Wasnet, mit diesen klassischen Close-Range-Meter-Waffen mithalten. Deswegen gebt dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls das letzte Video sein sollte, das ihr von mir dieses Jahr seht, wünsche ich euch natürlich einen sehr entspannten, guten Rutsch ins nächste Jahr. Danke für den Support dieses Jahr, es war wirklich komplett insane, muss man sagen. Der Support auf den Hauptkanal, auf dem Zweitkanal, auf Twitch, unglaublich nice. Warzone hatte Höhen, Tiefen, trotzdem Support war wirklich konstant. Deswegen danke dafür. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Jahr. Vielleicht gibt es morgen noch ein Video, ich weiß es nicht, sehr wahrscheinlich ja. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.